Meditierst du gerne und hast großen Spaß daran, aber tust es leider viel zu wenig, dann geht es dir wie mir. Ich habe deshalb diesen Find Your Nose Medi Club ins Leben gerufen. Einfach deshalb, weil ich gerne öfters meditieren möchte. Jetzt bin ich aber auch jemand, der gerne Abwechslung hat. Immer nur da sitzen und den Atem zu beobachten, das ist mir zu langweilig. Und nachdem ich kennengelernt habe, dass es so viele unterschiedliche Ansätze zur Meditation gibt, ist es mir eine große Freude, dir diese vorzustellen. Im Zentrum des Wirbelsturms. Anmut, Klarheit, Abenteuerlust, Freiheit, Freude, Feiern, Hingabe, Alleinsein, Harmonie. 52 ganz wunderbare Lebensthemen und in jeder Woche gibt es eine neue Möglichkeit, einmal dieses Lebensthema im Alltag für sich zum Leben zu bringen und zum anderen noch tiefer zu verstehen, und zwar bis in die Knochen hinein, was Meditation eigentlich ist. Dadurch, dass wir immer wieder von einem anderen Ansatz herkommen, bekommst du einen Geschmack davon, bekommst du eine Sicherheit darin, was Meditation eigentlich für dich bedeutet und kannst dein Leben dadurch viel leichter umstellen und verändern zu dem, was du wirklich möchtest. Wie läuft es genau ab? Du bekommst auf WhatsApp oder kannst eben auch einfach nur auf einer Mitgliederseite die jeweilige abendliche Meditation nachlesen. Und 6:50 bekommst du die Meditation zugeschickt, wie gesagt, auf WhatsApp, wenn du möchtest. Und dann hast du noch 10 Minuten Zeit, dich vorzubereiten, die Meditation nochmal zu lesen, bitte nicht stören, an die Tür zu hängen und dich hinzusetzen. Und dann gemeinsam mit mir und den anderen, die im Mediclub zusammen sind, zu meditieren. Jeden Tag von 7, 19 Uhr also, bis 19:10 Uhr treffen wir uns zu einer gemeinsamen Meditation. Jeweils am Dienstag gibt es dann eine Live-Besprechung, wo du auch Fragen stellen kannst, wo die jeweilige Wochenmeditation nochmal tiefer vorgestellt wird und wo du in Kontakt treten kannst. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachst, wenn du Spaß dran hast, dann melde dich doch einfach an.